Hallöchen, hier bei Gran Turismo 7. Heute wieder der Ford Mustang Mach 1. Eigentlich hatte ich die Farbe geändert. Naja, habe ich Speichern vergessen. Dann bleibt es bei der Lackierung. Die ist ja irgendwie auch passend für den. Und dann geht es zum Pan American. Empfohlene LP700. Mal schauen, wie er sich so fährt auf dem Highspeed-Ring. Wir haben ja bei der Rude X schon gesehen, da fehlt ein bisschen Höchstgeschwindigkeit. Mal jetzt auch nur für die Strecke, für die anderen mache ich dann wieder runter, denke ich mal. Mal schauen. Zuerst mal zum Blue Moon Bay, 6 Runden. Wobei der ja nicht so lang ist. Ein bisschen wackelig. Okay, also Gas geben und lenken mag er nicht. Man muss ja mal Gas geben. Jetzt. Da muss er mal durch die Mitte. Hat aber auch irgendwie gesenkten Säue hier. Habe ich auch. Wahrscheinlich, ich komme vorbei. Breiter wie der VW Polo.
knapp. Oh, knapp, knapp, knapp. So. Eine Runde habe ich noch für euch, Drachenknete. Wie ein Panzer da durch. Oh Mann. Ja, da hab ich Angst. Da wollte er nochmal weg, der Gute. Ah, das ist doch schön, so wie ein Panzer mit dem Durch. Okay, von dem Rennen gibt es jetzt kein Replay. Gleich weiter zum zweiten. Puh. Daytona Straßenkurs, wo der halt auch eine super lange, ich lasse ihn mal so. Und ganz wichtig, ich darf die Schikane nicht vergessen. Thank you.
Reifengeschwindigkeit stimmt das auf jeden Fall. Alles klar. So schnell war ich doch gar nicht. Oh Mann. Ist hier dunkel? Schon wieder kacke. So, also wenn das jetzt kein fehlerfrei Rennen wird, dann weiß ich auch nicht. Falls man es nicht gehört hat, das war ironisch gemeint. Letzte Runde, da wird tatsächlich dunkel. Scheiße. Kenn ich auch wieder nix. Diesmal bin ich eigentlich genauso rum wie bei der letzten Runde. Keine Ahnung, so. Vielleicht ein bisschen zu spät gelenkt. Nee.
Fein, fein. Mann, 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 Mann. So, Jupiter gibt es heute nur vom letzten Rennen. Was gibt's denn hin? Interlagos. Okay. Ist ein bisschen eklig. Lass ich so? Nein, ich lasse jetzt so. Ja, das Ding hat ein paar eklige Kurven. Rum, ne? Thank you.
Nach zwei Runden. Eigentlich fährt er sich relativ gut. Man muss nur in den Kurven aufpassen, zu viel Gas geben beim Lenken und steht natürlich die Gefahr, dass er ausbricht. Wenn das so ein Kollaus ist, muss man ein bisschen früher einlenken. Oder sollte man wie bei einem kleineren Auto. Natürlich auch nicht zu früh. Warum ist denn das jetzt noch passiert? Weil ich nicht konzentriert war. Hat gereicht, um alle drei zu gewinnen. Also man kann ihn ganz gut verwenden, wenn man die Höchstgeschwindigkeit hochgepasst hat. Sehr schön. An der Stelle vielen Dank fürs Schauen. Ihr dürft euch noch das Replay angucken vom letzten Rennen. Und ja, ich freue mich aufs nächste. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder rein. Und ja, bis dahin. Bye bye.